Predigt für den 14.10.2012, 20. Sonntag nach Pfingsten. Mit großer Freude beginnen wir heute, 50 Jahre nach der Eröffnung des Zweiten Vatikanischen Konzils, das Jahr des Glaubens. Das Jahr des Glaubens, das wir heute eröffnen, ist konsequent mit dem ganzen Weg der Kirche in den letzten 50 Jahren verbunden. Während des Konzils herrschte eine bewegende innere Spannung angesichts der gemeinsamen Aufgabe, die Wahrheit und die Schönheit des Glaubens im Heute unserer Zeit erstrahlen zu lassen, ohne sie den Ansprüchen der Gegenwart zu opfern, noch sie an die Vergangenheit gefesselt zu halten. Im Glauben schwingt die ewige Gegenwart Gottes mit, die über die Zeit hinausreicht und dennoch von uns nur in unserem unwiederholbaren Heute aufgenommen werden kann. Wir müssen in der Tat dem Heute der Kirche treu sein, nicht dem Gestern oder dem Morgen. Und dieses Heute finden wir gerade in den Konzilsdokumenten, weil sie immer so aktuell sind, wie der Diener Gottes Paul VI. Und die Konzilsväter sie verkündet haben, in ihrer Vollständigkeit und in ihrem Zusammenhang, ohne Abstriche und ohne Hinzufügungen. Dies sind einige Ausschnitte aus der Rede, die Josef Ratzinger am 11.10.2012 gehalten hat. Ratzinger wird von manchen bisweilen als Benedikt XVI. Bezeichnet, und zwar in seiner Eigenschaft als das momentane, sichtbare Oberhaupt einer Gruppe, deren Gründungsstatut eben dieses sogenannte Zweite Vatikanische Konzil, kurz V2, ist. Ratzinger verwendet sowohl für die katholische Kirche als auch für seine V2-Gruppe die Bezeichnung Kirche. Damit stiftet er gezielt schlimmste Verwirrung. Während die Kirche schon seit 2000 Jahren besteht, geht es also in der V2-Gruppe und jetzt besonders in Ratzingers Jahr des Glaubens nur um den ganzen Weg der Kirche in den letzten 50 Jahren. Diese 50 Jahre sind das Heute. Und dazu lautet Ratzingers Befehl: Wir müssen in der Tat dem Heute der Kirche treu sein, nicht dem Gestern oder dem Morgen. Und dieses Heute finden wir gerade in den Konzilsdokumenten. Nichts ist so alt wie die Zeitung von gestern. V2 wurde 1962, das heißt vor 50 Jahren, begonnen und 1965, das heißt vor 47 Jahren, beendet. Wer fährt heute ein 50 Jahre altes Auto mit 50 Jahre alten Reifen? Wer trägt heute 50 Jahre alte Wäsche? Wer benutzt heute ein 50 Jahre altes Notebook und ein 50 Jahre altes Smartphone? Wahrscheinlich tut dies noch nicht einmal der 50 Jahre heute Mann Josef Ratzinger. Jedenfalls sind die V2-Texte eben nicht von heute, nicht aktuell, sondern, jedenfalls im Vergleich zu Zeitung, Autoreifen, Wäsche, Notebook und Smartphone, mindestens uralt. An diese Uralt-Texte soll sich jeder versklaven, und zwar ohne Abstriche und ohne Hinzufügungen. 1982, als Josef Ratzinger noch der sogenannte Präfekt der Kongregation für die Glaubenslehre der V2-Gruppe war, veröffentlichte er ein Buch Theologische Prinzipienlehre. Die theologischen Prinzipien des Josef Ratzinger, speziell zum V2-Text Gaudium et Spes, lauten wörtlich: Wenn man nach einer Gesamtdiagnose für den Text sucht, könnte man sagen, dass er in Verbindung mit den Texten über Religionsfreiheit und über die Weltreligion eine Revision des Syllabus Pius IX, eine Art Gegensyllabus, darstellt. Die Aufgabe lautet daher nicht Aufhebung des Konzils, sondern Entdeckung des wirklichen Konzils und Vertiefung seines wahren Wollens im Angesicht des Jetzt Erfahrenen. Dies schließt ein, dass es keine Rückkehr zum Syllabus geben kann, der eine erste Markierung in der Auseinandersetzung mit dem Liberalismus und dem heraufsteigenden Marxismus sein mochte, aber kein letztes Wort sein kann. Soweit Ratzinger.
zur Richtigstellung. Papst Pius IX. Veröffentlichte 1864 die Enzyklika Quanta Cura, worin er einige Irrlehren unfehlbar verurteilte. Dieser Enzyklika fügte er noch einen Syllabus, das heißt Sammlung hinzu mit zum Teil früher verurteilten Irrlehren. Zumindest soweit diese Irrlehren unfehlbar verurteilt sind, ist auch der Syllabus unfehlbar. Also dort hat die Kirche das letzte Wort gesprochen. Und zur Möglichkeit des Deutungswandels von Dogmen gibt es auch ein Dogma. Dieses lautet: Wer sagt, es sei möglich, dass man den von der Kirche vorgelegten Glaubenssätzen entsprechend dem Fortschritt der Wissenschaft gelegentlich einen anderen Sinn beilegen müsse als den, den die Kirche verstanden hat und versteht, der sei ausgeschlossen. Also selbst der Syllabus findet vor Ratzinger und seiner V2-Gruppe keine Gnade. Das heißt, laut Ratzinger ist V2 ein Superdogma, das allem Früheren, dem Gestern, die Bedeutung nimmt. Zum Vergleich, Ratzinger sagte 1988 vor den sogenannten Bischöfen Chiles über V2: Die Wahrheit ist, dass das Konzil selbst kein Dogma definiert hat und sich bewusst in einem niedrigeren Rang als reines Pastoralkonzil ausdrücken wollte. Trotzdem interpretieren es viele, als wäre es fast das Superdogma, das allen anderen die Bedeutung nimmt. Ja, was denn nun? Ist V2 Superdogma oder nicht Superdogma? Ist es eine bewegende innere Spannung oder ist das einfach nur rettungsloser Irrsinn? Noch mehr Kostproben der V2-Logik. Der jetzige sogenannte Präfekt der Glaubenskongregation, Gerhard Ludwig Müller, äußerte kürzlich in einem Interview: V2 ist ein offizielles ökumenisches Konzil und alles, was auf dem Konzil gesagt wurde, ist deshalb bindend für alle. Soweit Müller. Derselbe Müller erklärte 2004 in einer Studie zu V2, dass im Gesamt der Texte bestimmte theologische Fluktuationen festgestellt werden können. Laut Müller spiegeln die Texte eine Unterschiedlichkeit der theologischen Akzente, die nicht ohne weiteres harmonisiert werden können. Aha, theologische Schwankungen und Veränderung, unterschiedliche theologische Akzente, die nicht ohne weiteres harmonisiert werden können. Dieser ganze Wirrwarr ist für alle bindend. Und zwar in Ratzinger Wortwahl, ohne Abstriche und ohne Hinzufügungen. Und ganz konkret, was steht denn im Gestern des Syllabus? Zum Beispiel wird der Satz verurteilt: Der Protestantismus ist nichts anderes als eine eigenständige Form des gleichen wahren christlichen Glaubens. In diesem Glauben ist es ebenso möglich, Gott wohlgefällig zu dienen wie in der katholischen Kirche. Das ist ein unfehlbar verurteilter Satz. Das heißt, wer diesen Satz glaubt, ist aus der Kirche ausgeschlossen. Und was steht im Heute von V2? Zum Beispiel wird bezüglich nicht-katholischer Gemeinschaften behauptet: Der Geist Christi hat sich gewürdigt, sie als Mittel des Heiles zu gebrauchen. Nach unfehlbarer katholischer Lehre sind nicht-katholische Gemeinschaften kein Mittel des Heiles. Nach angeblich ohne Abstriche und ohne Hinzufügungen bindender V2-Lehre sind nicht-katholische Gemeinschaften doch Mittel des Heiles. Katholisch war gestern. Heute ist V2. Keine Treue dem Gestern, keine Fesselung an die Vergangenheit, keine Rückkehr zum Syllabus. Statt unfehlbarer und dementsprechend zwingend unwandelbarer Lehre nun theologische Schwankungen und Veränderungen, unterschiedliche theologische Akzente, die nicht ohne weiteres harmonisiert werden können. Wir haben die Wahl. Wir können mit 50 Jahre Mann Ratzinger, mit seinem Glaubenspräfekten Müller und so weiter den schwankenden Weg von V2 herumstolpern. Und man ist gewarnt. Die V2-Gruppe kennt nur ihr Heute. Sie will von gestern und morgen nichts wissen. Die V2-Gruppe ist fixiert auf ihr Heute. Sie hat keine Vergangenheit und vor allem keine Zukunft.
Oder wir können den sicheren Weg der katholischen Kirche gehen, der uns führt zur ewigen Seligkeit. In der Gemeinschaft mit Christus im Himmel. Amen.